der Weg, das erteile ich. Euer Lebensherr Josef, der Despot eures Herzens, euer Tyrann, deine Eloquenz und Einzigartigkeit. Hochgerühmt ist dein Name, Wilhelm von Hannover. Jubel, Freude, Volk. Grüße euch, den Herrn von Hannover, seid gegrüßet. Es freut mich, dass ihr dieses Beleid mit eurer Anwesenheit erhöht. Wohlan. Wilhelm von Hannover, Applaus, Jubel, Freude einhalten. Und es ist wahrlich euer Glückstag, denn der Herr von Hannover hat sich bereit erklärt, kriegerische Auseinandersetzungen zu umgehen. Wir wissen alle, in den südlichen Ländern toben die wilden Mongolen umher. Und auf dass wir friedlich miteinander umgehen, hätte der Herr Wilhelm von Hannover eine Vertreterin, die fünfte Schwiegermutter des Chinggis Khan, eingeladen. Begrüßet niemand anderen als Ming Dan, Freude allenthalben. Seid begrüßt, Mingan. Es gibt leider keinen Dolmetscher dabei. Wir werden das vom Krieg kriegen. Und sie hat den weitesten Ritt hinter sich gebracht, um hier heute Abend mit dem Lebensherrn Jerusalem zu verhandeln. Wir hätten einen weiteren, der auch einen weiten Ritt hinter sich hat. Er kommt aus Kopfkuss, aus der Lausitz. Man nennt ihn liebevoll den Don Quixote aus der Lausitz. Manchmal auch der vor den Schrank gelaufene. Begrüßt niemand anderes als seine Einzigartigkeit, hoffe ich jedenfalls, Karl Konrad von Kopfkuss. Hallo Herold. Hallo Herr Ritter. Also eins möchte ich doch mal klarstellen. Cottbus ist doch das weiteste hier von allen, oder? Nee, Mongolei ist so ein bisschen weiter östlich. Aber ich bin noch an der Grenze. Ist dahinter noch was? Dahinter ist noch was. Da fällt die Erde noch nicht ab. Das ist erst hinter der Mongolei, da geht es ab. Ach, da ist die. Ja. Da ist das Ende. Ja. Genau. Na gut, eine Begrüßungsstelle gekriegt. Ja. Zweimal. Ja, ich war hier in Hannover und dann war ich im Braunschweig auch zum Beispiel. Sehr gut. Willst du, dass wir ein Turnier machen? Ja. Sind die ganzen Leute hier. Ja. Ich dachte, es muss nur. Nee, wir machen hier ein Ritterturnier und der Gewinner kriegt den Schatz voller Gold. Und kann ich da mitmachen? Ihr könnt mitmachen. Wollt ihr? Ja, dann mach ich mit. Der Herr von Cottbus macht mit! Dann hätten wir noch eingeladen den 15. Schwimmfader unseres Lebensherrn Jerusalem. Er ist auch einen weiten Weg geritten, um herbeizukommen. Begrüßet Witzlaff von Pommern! Den Herrn von Pommern. Wie geht's euch? Oh, das Volk lässt es sich gefallen, einfach als Bauernpack bezeichnet zu werden. Gut. Ja, ich möchte es nochmal pädagogisch klar machen. Vielleicht hat der eine oder andere das jetzt noch nicht begriffen. Das ist der Böse. Ich weiß, wir haben es ein bisschen komplizierter gestaltet, dass er nicht schwarz gekleidet ist, aber... Oder die Herren, seid ihr erschienen auf dem Plane, um den Volke zur Ergötzung und zum Pläsieren derlei Exerzitien darzubieten und zu zeigen. Doch sei es zu Führers Brauch und Sitz, dass ihr dem Volke eure Reitkunst demonstriert, dieses könntet ihr wohl am besten vollführen,
durch den Einritt in Formation. Die Herren und Damen zu Ross, der Ritt in Formation. Unter dem Jubel und der Freude durch die anwesenden Freunde. Nun sei es Sitt und alter Brauch, dem Volke zum Gruße und zum Wohlgefallen die Fahnen zu senken, auf dass das Volk gute Laune erhält. Ihr Herren und Damen zu Ross, senket eure Fahnen. Auch der Herr von Pommern. Auch der Herr von Pommern ist angehalten, seine Fahne vor dem Volke zu senken. Und an die Herren und Damen, begebt euch in die Ordo, auf dass ich dem Volke das Prozedere erläutern könnt. Ehrenreiche Gäste, ihr werdet sehen derlei Exerzitien mit dem Schwert, der Axt, dem Speer, der Lanze. Es gilt für die Herren, ihr Geschick zu beweisen und für die Dame und ihre Kraft zu demonstrieren. Sie werden antreten, um derlei Okuli, in eurer Sprache Punkte zu ergattern. Hierfür haben wir eine wahre Koryphäe herbeigeholt. Wir haben einen diplomierten Okuli-Zähler, er hat ein Fernstudium absolviert, herbeigeholt. Niemand anderes als Attila. Ja. Die Okuli werden gezählt, gelb für den Herrn von Cottbus, rot für den Herrn von Hannover, blau für den Herrn von Pommern und grün für die Dame Mingan. Es wird beginnen, das Knei mit der ersten Exerzitie, dem Helm schlagen. Auf der Palia, das ist das Geschenk hier in der Mitte, werden kleine rote Klötzchen aufgestellt, auf diese kommen große blaue. Die kleinen roten symbolisieren die Hälse, die großen blauen die mit Kopf befähigten Helme. Es gilt mit dem Schwert den Hals zu bestrennen und so den Helm zu Fall zu bringen. Pro Helm vergebe ich einen Obolus. Sollte die Palia am Ende des Rittes beschädigt sein, so gibt es was mit Ü mischt. Roland, vier Okuli und wenn ein Helm auf der Palia liegen bleiben sollte,
dann gibt es dafür der 2. Es wird die Exerzitien eröffnen und somit Platz 3. Niemand anderes als der Augstern Hannovers, Wilhelm von Hannover. Mein Herr, ihr habt es leider nicht gesehen, ein Helm ist gerade noch von der Palie abgeglitten. Aber da ich ja in eurer Obhut bin und für euch sozusagen arbeite, zählt ihn selbstverständlich. Vier Okuli für Wilhelm von Hannover! Ja, ich bin objektiv. So treibt es nun ein und wird teilnehmen. Niemand anderes als die fünfte Schwiegermutter, Tinkes Kahns, Waffenmeisterin des dritten Vereinsprechs, auch rot-blau. Mingan, reitet! Hier ist es sämtliche Helme zu schlagen. 4 Okuli für Mingan. Ich möchte an dieser Stelle kurz unsere beiden Waffenmeister vorstellen. Wir haben 2 Koryphäen, allseits bekannt auf dem Lande. Kuni und Gunde. Nun wollen wir schauen, ob der Herr von Cottbus, ihr seid an der Reihe. Ich? Ja. Ob ihr in der Lage seid, die Hälfte zu schneiden. Du schaffst das! Ja. Halt dich gut fest! Jetzt rum? Rechts rum! Bravo! Wohl. Alle Helme geschlagen, der Herr von Cottbus. 4 Okuli. Herr von Cottbus, wo wir gerade das Thema Helme haben. Ja. Ich habe euch vor dem Turnier gebeten, während des Turniers bitte den Helm aufzulassen. Im Volk könnte schlecht werden bei eurem Anblick. Ja, er sieht so arm und unter dem schwarzen Helm. Ich muss ja auch das Gesicht des Volkes sehen. Kann mir ja auch schlecht werden. Als bei manchen vielleicht. Wohlan, der Plan ist, seine Lieblingsexerzitie Hälse schneiden. Witzlaff von Pommern. Er akzeptiert als Beifall zur Umgebung auch übrigens ein wohlwollendes, anerkennendes Du. Oh! 4 Hälse geschlagen, Hälse schlagen, einer liegt noch auf der Palia. 5 Okuli für Witzlaff von Pommern, anerkennendes Du. Ja. Oh, Wolan, hat jemand noch eine Herausforderung oder schreiten wir weiter zum nächsten Exerzit? Ja. Die Grundidee finde ich nicht schlecht. Nur das mit dem Kopf abschlagen. Nein, wir werden es ein bisschen abmindern. Herausgefordert ist der Herr Wilhelm von Hannover. Er möge einen der beiden Waffenmeister einen Apfel von der Birne schlagen. So soll es sein. Seid ihr gewillt, das zu tun? 2 Okuli fürs Gelingen. So, dann er gelingt ein Waffenmeister. Jetzt bräuchten wir einen oder eine Freiwillige unter euch. Waffenmeister, Freiwilliger vor. Gunde. Ja, man muss aufpassen im Leben. Einen Applaus für die mutige Gunde. Sie erhält einen Apfel auf ihre Birne. Aus Gründen des Arbeitsschutzes
zwischen Apfel und Birne einen Arbeitsschutz zählen. Es zählt für den Herrn Wilhelm von Hannover. Und noch eine formschöne Mütze. Sehr schön. Es gilt für den Herrn von Hannover, den Apfel und nicht den Helm zu treffen. Es gelingen 2 Oculi. Dann, die Bahn ist gerichtet. Der Herr reitet. Freude beim Volk. Den Apfel getroffen und halbiert. Jubel für Wilhelm von Hannover, 2 Oculi. Und noch einmal jetzt den Mut dieser Waffenmeisterin Stunde. Wir schreiten nun weiter und kommen zur zweiten Exerzitie dieses Turniers. Dies wird ausgeführt werden mit der Axt. Es gilt aus vollem Galoppe, eine Axt in eine Wand aus Holz zu versenken. Die Handwand aus Holz hätte aufgemalt ein Ziel. Es gilt, verschiedene Dinge zu treffen. Für das Treffen der Wand einen Oculus. Für das Treffen des Außenringes 2. Des Mittelringes 3. Und des Zentrums derlei 4. Zeige dem Volk einmal, ja. Die Wand, also Wand 1, blauer Ring, 2, weißer Ring, 3, roter Punkt. 4. Für dieses als erstes erfüllen, selbstverständlich, ein Meister des Axtwerfens. Niemand anderes als der Sonnenstern, der Sonnenstrahl auf diesem Plane, unser Lehnsherr Wilhelm von Hannover. Gerutscht. Verzeiht, ich werde die Waffenmeister nachher peitschen lassen, dass sie diese Holzwand so hart gebaut haben, mein Herr. Wollen wir schauen, ob es dem nächsten, lieber der nächsten jetzt gelingt. Aus der fernen Mongolei, die Dame Mingan reitet und vollstreckt. Drüber hinweg. Zum Glück stand da kein Waffenmeister. Nun, Herr Prokopus, zeigt dem Volk, wie es geht. Ich kann nicht mitmachen, ich hab gar keine Angst. Wir haben aber zum Glück einen Lieferservice. Haben wir? Waffenmeister, bringt er ihm die Axt her. Los! Warum stehst du nicht hier? Denkst du nicht wie? Farb er ist modisch bewusst, er nimmt nur die Farbe nicht abgeschnitten. So, und? Die Axt versenkt. Getroffen, haha, jetzt habe ich gewonnen, jetzt habe ich gewonnen. Weiß außen, einen Oculus für den Herrn Konrad von Cottbus. Nachdem unser Lehnsherr die Wand weich geklopft hat, passte die Axt. So wollen wir schauen, Witzlaff von Pommern. Ja, macht sich lieb beim Volk. Ja. Wenn einem anderen Ritter etwas nicht gelingt, haben wir meistens Mitleid. Bei dem Herrn von Pommern reagiert das Volk wie folgt mit einem lauten gemeinsamen Nee, 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 1, 2, 3. Nee, 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 nee. Möge euch das sein. Und also schreiten wir weiter und kommen zur nächsten, zur dritten Exerzitie, dem Schafskopfstechen. Sah nach einer Schlacht äußerst wild aus. Was denn, was denn, was denn? Oh, der Herr von Bommern hat eine Herausforderung, das Volk raunt. Ich will mal sehen, ob dieses Mongolenweib in der Lage ist, einen Kelch aus vollem Galopp zu greifen. Wo dann? Klar! Ja!
Der Witzler von Korn möchte nicht die Trinkfestigkeit der Dame Mingan überprüfen, nein, sondern ob sie in der Lage ist, von der Palia einen Feld zu greifen aus vollem Galoppe. Nehmt ihr die Herausforderung an? Nehmt an! Ran! Das greifende Feld ist einen Opelus fürs Gelingen. Das Volk ruft aus, ach, wie schade das. 1, 2, 3. Ach, wie schade das. Ja.